Die 1972 mit dem Bau der Bundesautobahn A7 errichtete Radar-Hochbrücke ist ein Bauwerk der Superlative. Mit einer Länge von 1500 Metern war sie seinerzeit Deutschlands längste Autobahnbrücke. In einer Höhe von fast 50 Metern überspannt sie, mit einer Stützweite von 220 Metern, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt, den Nord-Ostsee-Kanal. Die Radar-Hochbrücke ist dem gestiegenen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Insbesondere die Intensität des Schwerverkehrs hat dem Bauwerk zu schaffen gemacht. Ein Expertengutachten hat ergeben, dass eine sichere Nutzung nur noch bis zum Jahr 2026 gewährleistet ist. Dieser Film zeigt das geplante Herstellungsverfahren für den Ersatzneubau. Zusammen mit dem dringend notwendigen Brückenneubau erfolgt zwischen der Anschlussstelle Rendsburg-Büdelsdorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg auch die Verbreiterung der Autobahn von 4 auf 6 Fahrstreifen. Damit werden die Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur geschaffen. Das neue Bauwerk besteht aus 2 getrennten Brückenhälften, sogenannten Teilbauwerken. Jedes Teilbauwerk nimmt eine Fahrtrichtung der A7 auf. Um den Verkehr auf der A7 auch während der Bauphase vollständig aufrechtzuerhalten, wird das erste Teilbauwerk unmittelbar östlich neben dem Bestandsbauwerk errichtet. Der Brückenneubau ist als Stahlverbundbrücke geplant. Das Brückendeck, auch als Überbau bezeichnet, besteht dabei aus einer Tragkonstruktion aus Stahl und einer Fahrbahnplatte aus Stahlbeton. Beide Teile werden über Kopfbolzendübel miteinander verbunden und wirken dadurch als gemeinsam tragender Querschnitt. Im Bereich des Nord-Ostsee-Kanals erforderte die große Stützweite besondere Überlegungen. Hier wird eine Rahmenkonstruktion als integrale Hybridkonstruktion ausgeführt. Die massiven Kanalpfeiler sind im oberen Teil wutenförmig erweitert und monolithisch mit dem Stahlverbundbrückendeck verbunden. Die innovative Lösung ist in dieser Dimension weltweit einmalig. Von Süden kommend überquert die Radar-Hochbrücke zunächst den Nord-Ostsee-Kanal, dann die Radar-Insel und schließlich den Borgstädter See. Im Zuge vorbereitender Arbeiten werden zunächst Baustraßen hergestellt und der bestehende Damm nach Osten verbreitert. Hinter dem Widerlager wird der Vormontageplatz für den Stahlbau eingerichtet. Am Borgstädter See werden temporäre Anleger für den Transport von Material und Geräten auf die Radar-Insel hergestellt. Die eigentlichen Arbeiten am Bauwerk beginnen mit der Errichtung der Pfeiler in den Achsen 20 und 30 sowie Teilen des Widerlagers. Die Montage der Stahlkonstruktion erfolgt für den nördlichen Abschnitt im sogenannten Taktschiebeverfahren. Dazu wird auf dem Vormontageplatz zunächst eine Verschubbahn installiert. Die Stahlteile werden über die Autobahn angeliefert, auf der Verschubbahn abgesetzt und sukzessive zu größeren Einheiten miteinander verschweißt. Am Kopf der Stahlkonstruktion wird ein sogenannter Vorbauschnabel montiert, der aufgrund seines leichten Gewichts die Beanspruchung beim Verschub reduziert. Des Weiteren sorgt die Form des Vorbauschnabels dafür, dass die Pfeiler beim Verschub in der richtigen Höhe erreicht werden. Anschließend erfolgt der erste Verschub des Überbaus bis kurz hinter die Achse 10. Hinter dem Widerlager können jetzt die nächsten Stahlteile angebaut werden und es erfolgt der weitere Vorschub des Überbaus bis über den Pfeiler in Achse 20. Dieses Prozedere wiederholt sich fortlaufend bis zum Pfeiler der Achse 110. Die Pfeiler werden mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zum Verschub errichtet. Parallel zur Herstellung auf der Nordseite erfolgt auch auf der Südseite die Dammverbreiterung und die Herstellung der Baustraßen. Das südliche Widerlager und die Pfeiler in den Achsen 160 und 170 werden errichtet. Jetzt kann auch im Süden der Stahlbau montiert werden. Da dieser Bereich wesentlich kürzer ist als nördlich des Kanals, wird hier ein anderes Verfahren für die Herstellung gewählt. Im Feld vor dem Widerlager werden zunächst 2 Hilfsstützen errichtet. Unter Einsatz von Autokranen werden die Stahlbausegmente dann eingehoben und untereinander verschweißt.
Für die gewuteten Überbaufelder und das Kanalfeld selbst ist eine reine Herstellung im Taktschiebeverfahren oder mit Autokranen nicht möglich. Die Herstellung ist hier wesentlich komplexer. Zunächst wird auf dem Boden vom Pfeiler 160 bis zum Nord-Ostsee-Kanal eine Verschubbahn hergestellt. Die Stahlsegmente werden auf dem Wasserweg angeliefert, mithilfe eines Autokrans auf der Verschubbahn abgesetzt und dann in die richtige Position längs verschoben. Am Pfeiler Achse 150 müssen die Segmente teilweise umgesetzt werden, da hier die bereits hergestellte Gründung im Weg ist. Erst nachdem die Stahlsegmente vollständig eingeschoben und ausgerichtet sind, kann dann die Herstellung des Pfeilers selbst erfolgen. Die Stahlsegmente zu beiden Seiten des Pfeilers werden feldweise zu einem Gesamtquerschnitt verschweißt. Die gleiche Montagetechnologie wird für die Wutenfelder auf der Rader Insel angewandt. Herstellen der Verschubbahn, Anliefern, Versetzen und Verschieben der Stahlsegmente, Errichten des Pfeilers 120, feldweises Verschweißen der Teile zum Gesamtquerschnitt. Die eigentliche Montage des Überbaus beginnt dann mit dem Einheben des sogenannten Stützenschusses, des ersten Stahlteils auf dem Pfeiler in Achse 120. Mittels Litzenhebern wird anschließend das gesamte Feldsegment hochgezogen. Das Stahlsegment im Nachbarfeld dient hierbei als Gegengewicht. Parallel zu diesen Arbeiten ist an den Kanalpfeilerstandorten die Herstellung des Pfeilerschaftes erfolgt. Analog zur Achse 120 wird auch hier der Stützenschuss mit Hilfe eines Autokrans auf den Pfeiler gesetzt. Die weitere Herstellung erfolgt im Freivorbauverfahren. Die an den Stützenschuss anschließenden Stahlsegmente werden mit einem Autokran eingehoben und mit dem bereits montierten Teil verschweißt. Im Nachgang erfolgt mit einer vom Stahlüberbau abgehängten Schalung die Betonage der ersten Wutenabschnitte. Auf der nun vorhandenen Plattform wird ein sogenannter Derrick-Kran installiert, über den die weiteren Stahlsegmente vor Kopf hochgezogen und montiert werden können. Dies erfolgt wechselweise auf der Land- und auf der Wasserseite. Auf der Wasserseite werden die Stahlsegmente direkt vom Ponton abgenommen. Nachlaufend werden die weiteren Abschnitte der Wute ergänzt. Mit Abschluss der Wutenherstellung im Freivorbau wird landseitig eine Hilfsstütze unter dem Kragarm errichtet. Danach kann das noch am Boden liegende, fertig montierte Stahlbausegment zwischen Kanalpfeiler und Pfeiler Achse 120 mittels Litzenhub hochgezogen und der Überbau in diesem Bereich geschlossen werden. Die gleiche Herstellungsweise erfolgt südlich des Kanals. Den Abschluss der Stahlmontage bildet der Lückenschluss über dem Nord-Ostsee-Kanal. Dazu wird ein etwa 120 Meter langes Segment vorgefertigt, auf Pontons verladen und über den Wasserweg antransportiert. In einer kurzen Sperrung des Kanals für die Schifffahrt wird der Pontonverband zur Einbaustelle gebracht, exakt positioniert und das gesamte Mittelteil über Litzenheber in die endgültige Position heraufgezogen. Anschließend wird das Segment mit dem bereits hergestellten Stahlüberbau verschweißt. Wenn die Stahlkonstruktion komplettiert ist, kann die Herstellung der Fahrbahnplatte erfolgen. Um die Bauzeit zu verkürzen, werden hierbei Fertigteile eingesetzt, die zwischen den auskragenden Konsolen der Stahlkonstruktion aufliegen. Nach dem Verlegen der Fertigteile werden diese durch die Betonage einer 20 cm dicken Ortbeton-Ergänzung zur fertigen Fahrbahnplatte ergänzt. Nach Fertigstellung der Fahrbahnplatte erfolgen die Ausbauarbeiten, Herstellung der Abdichtung, Betonage der Kappen, Aufbringen des Brückenbelags, Montage der Lärmschutz- bzw. der Windschutzwand und der seitlichen Schutzeinrichtungen. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten ist ein erster, wichtiger Meilenstein erreicht. Der Verkehr kann auf das neue erste Teilbauwerk umgelegt und das Bestandsbauwerk außer Betrieb genommen werden. Damit ist Baufreiheit geschaffen für den Rückbau des bestehenden Bauwerks und die Errichtung des zweiten Teilbauwerks. Für den Rückbau wird zunächst die Brückenausstattung demontiert und der Fahrbahnbelag aufgenommen. Danach werden abschnittsweise von oben die stählernen Kragarme abgetrennt. Der Abbruch des Stahlüberbaus beginnt dann mit der Demontage des Kanalfeldes. Dieses erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie beim Einheben des neuen Überbaus.
Ein etwa 120 Meter langer Teil des Überbaus wird herausgetrennt, über Litzenheber auf Pontons abgelassen und über den Nord-Ostsee-Kanal abtransportiert. Anschließend erfolgt vor Kopf der Rückbau der verbliebenen Bereiche bis zu den Kanalpfeilern. Der Rückbau über den Borgstädter See erfolgt ebenfalls im Litzenhubverfahren. Die abgelassenen Segmente lagern zunächst auf den vorhandenen Pfeilerplattformen auf und werden dann feldweise von zwei Pontons aufgenommen und auf dem Wasserweg abtransportiert. Die Stützenschüsse werden mit dem Autokran heruntergehoben. Der Rückbau der Pfeiler im Borgstädter See erfolgt mittels Seilsägen. Die gesägten Abschnitte werden sukzessive mit Kränen ausgehoben und auf dem Wasserweg abtransportiert. Die Demontage des Stahlüberbaus nördlich des Borgstädter Sees erfolgt unter Einsatz von Hilfsstützen und Autokranen. Der Rückbau der Pfeiler erfolgt analog zu den Pfeilern im Borgstädter See. Der Abbruch des Bestandsbauwerkes auf der Rader Insel und südlich des Nord-Ostsee-Kanals erfolgen durch Sprengung. Als bewährtes Verfahren wird hierbei eine sogenannte Faltsprengung angewendet, bei der der Überbau quasi senkrecht zum Absturz gebracht wird. Damit werden schädliche Auswirkungen auf den Nord-Ostsee-Kanal auf ein Minimum reduziert. Zur Vorbereitung werden die Pfeiler an definierten Stellen geschwächt. An den Absturzstellen werden Fallbetten aufgeschüttet, um die Erschütterung des Aufpralls zu reduzieren. In einer kurzen Vollsperrung der Autobahn und des Nord-Ostsee-Kanals wird die Sprengung durchgeführt. Im Anschluss erfolgt die Zerkleinerung der Abbruchtrümmer am Boden und deren Abtransport. Zum Abschluss müssen noch die Pfeilergründungen im Borgstädter See und die Widerlager abgebrochen werden. Damit ist dann Baufreiheit geschaffen für die Errichtung des zweiten Teilbauwerks, welches an der Stelle des Bestandsbauwerkes errichtet wird. Mit dessen Fertigstellung steht dann ein leistungsfähiger, sechsstreifiger Autobahnquerschnitt zur Verfügung, der dem steigenden Verkehrsaufkommen auf der A7 Rechnung trägt. Die bestehende Rader Hochbrücke ist ein herausragendes Zeugnis der Bautechnik. Sie steht für die Leistungen der Ingenieure und Bauleute in der Aufbauphase der Verkehrsinfrastruktur in den 70er Jahren. Der Neubau nimmt die zurückhaltende, schlichte Gestaltung seines Vorgängers auf, setzt aber gleichwohl moderne Akzente. Das integrale Hybrid-Tragwerk im Hauptfeld mit seiner architektonischen Ausformung macht das Bauwerk unverwechselbar. Die neue Rader Hochbrücke hat gute Voraussetzungen, eine neue Ikone der Ingenieurskunst im hohen Norden zu werden.